Jackpot und ihr habt richtig feinsten Kienspan gefunden. Hey Leute, ich bin's Fritz vom Kanal End of the Comfort Zone. Heute soll es mal um das Gold des Waldes gehen, und zwar um das Thema Kienspan. Ich habe schon ein bisschen was gefunden und ich würde sagen, legen wir los. Es gibt ja zig verschiedene Möglichkeiten, Kienspan zu finden. Eine seht ihr jetzt hier, und zwar ist das eine alte umgestürzte Kiefer, wo so ein bisschen die Wurzeln freigelegt sind. Ich habe das Ganze hier mit einem Messer, mit meinem SI4 schon mal ein bisschen von Dreck und verfaultem Holz befreit. Das Ganze angeschnitten, um einfach mal zu gucken, ob schön Kienspan vorhanden ist, beziehungsweise das Holz sehr verharzt ist. Und ja, ich würde sagen, Volltreffer. Es ist richtig schön kienig, richtig schön tiefrot. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir ein bisschen ernten. Zwei Stück hatte ich ja schon anfangs abgeschnitten, um einfach mal zu gucken, ob Kien drin ist. Da werden wir gleich weitermachen, aber vorher habe ich mal noch das große Stück hier freigelegt und ein paar kleine. Die werde ich jetzt einfach mit einer Säge abschneiden, mal schauen, was drin ist, und ja, drückt mir die Daumen. Duftet richtig herrlich. Das Gold des Waldes. Ja, das ist die Ausbeute jetzt von ca. 10 Minuten Arbeit. Ein Riesenstück Kienspan und nochmal ein bisschen längeres und nochmal so ein Klöppel hier. Und das Ganze werde ich jetzt noch ein bisschen vom verfaulten Totholz außen befreien und schon mal ein bisschen aufsplitten und euch natürlich nochmal im Detail zeigen. Ich hatte jetzt ein Stück, das habe ich vorne angeschnitten, man hat dann aber gar nicht so viel Kienspan gesehen, beziehungsweise nur so eine kleine Ecke, dann habe ich es aufgespalten und hier sieht man jetzt mal ganz gut, wie sowas eigentlich ist. Hier ist zum Beispiel kaum Kienspan, ist zwar schon Holz, das ein bisschen mehr Harz in sich trägt, aber hier an der Seite zum Beispiel sehen wir dann richtig so eine Art Kienader, und sowas will man im Endeffekt haben. Ich habe ja noch das andere Stück, das zeige ich mal als Vergleich. Das hier. Und das hier ist quasi das, was wir eigentlich haben wollen, also richtig schöner, fetter Kienspan. Hier drüben ist schon nicht mehr ganz so viel, aber hier ist so eine richtig dicke, fette Ader. Hier sieht man schön den Vergleich von hier nach hier. Eigentlich wollen wir sowas ganz schön tief Oranges haben. Ja, man kann sich jetzt hier zum Beispiel die Ader rausspalten. Das würde ich jetzt halt nicht verwenden, weil es nicht wirklich hundertprozentiger Kienspan ist. Jackpot, würde ich sagen.
Ja, ich zeige euch mal ein bisschen die Ergebnisse. Hier habe ich einen Teil, das habe ich aufgespalten. Und hier sieht man einfach richtig schön, wie einfach ein gewisser Teil voll mit Harz ist. Ein Wurzelstrang, der mittlere davon. Und der Seitenarm, der hier weggeht, ja, kaum noch Harz enthält. Und wir wollen natürlich den sehr harzhaltigen. Ja, dann habe ich hier noch so ein paar mittlere Stücke, wo halbwegs ja, gut Harz drin ist. Alles schön kienig ist, schön rot. So vereinzelt auch mal Stellen, wo da nichts drin ist. Und hier habe ich eigentlich so ein bisschen den Jackpot. Wenn man das aufmacht, dann sieht man einfach, wie die komplette Fläche ja, orange ist, schon teilweise fast in Richtung dunkelrot geht, wie irgendwie die Herbstblätter, wenn man jetzt sich hier die Stellen anguckt. Und ah, Leute, Jackpot, würde ich sagen. Und hier drüben habe ich noch ein kleines Teil, das habe ich mal angeschnitten, das fand ich noch sehr interessant, weil man hier nochmal ja, gewisse Harzpartien sieht, die wirklich tief dunkelrot sind. Die werde ich euch auch nochmal schön im Detail zeigen. Ja, noch eine kleine Info, wie kann man Kiensparren überhaupt finden? Am einfachsten ist natürlich, wenn man guckt, dass man alte Kiefern findet, die irgendwann mal durch einen Sturmschaden entwurzelt wurden, wie hier, oder auch umgeknickt sind. Und dann kann man entweder im Wurzelbereich suchen, da findet man eigentlich am meisten, also gut wie hier, wenn einfach dann ein Stück Wurzel rausguckt und man das dann frei arbeitet. Andere Variante ist, dass man ein bisschen weiter oben guckt oder generell an Ästen, die ja früher, als der Baum noch gelebt hat, quasi eine Verletzung hatten und die dann aber geheilt worden ist. Also man sieht dann öfter mal irgendwelche, ja, so typische Holznarben, sage ich mal, wo einfach ein bisschen die Rinde weg ist, dass so eingekerbt ist, dann noch ein bisschen Harz außen dran klebt. Und wenn man das dann freischneidet, natürlich bei einem toten Baum, dann hat man auch relativ Glück auf Kiensparren. Eine andere Variante wäre noch, dass man nach Stümpfen sucht, also einfach Kiefern, die mal gefällt worden sind. Und wenn der Baum dann tot ist, ist quasi weiter das Harz noch ja, transportiert worden und hat sich dann in den Wurzeln festgesetzt. Das Problem dabei ist manchmal, dass man halt schwerer an die Wurzeln rankommt. Man bräuchte dann vielleicht einen Klappspaten oder ja, bastelt sich einen kleinen Grabenstock. Aber es ist auf jeden Fall deutlich anstrengender und umständlicher, als wenn man einfach nach einem Baum wie hier sucht, der irgendwann mal von der Natur entwurzelt worden ist. Wenn ihr eine Wurzel oder einen Ast anschneidet und ihr seht, ihr habt wirklich tief roten Querschnitt und das nicht nur so in vereinzelten Jahresringen, sondern wirklich komplett quer durch, dann wisst ihr eigentlich Jackpot und ihr habt richtig feinsten Kiensparren gefunden. Ja Leute, ich habe jetzt alles fein sauber gemacht und in kleine Sticks gespalten. Hier ist jetzt mal der Haufen mit dem wirklich richtig guten Kiensparren, der halt wirklich tiefrot ist. Da habe ich nochmal einen kleinen Haufen gemacht, wo auch guter Kiensparren dabei ist, aber halt nicht ganz so rot, den man natürlich trotzdem benutzen kann. Und hier nochmal ein bisschen, naja, der gerade noch so durchgeht, den man einfach zum Verfeuern nehmen kann. Ich habe noch gar nicht erwähnt, wofür man Kiensparren überhaupt nutzt. Die meisten wissen es, einige vielleicht noch nicht. Und zwar ist das Ganze als Zunder gedacht. Also wenn man das ein bisschen fein abschabt, so ganz fein Staub, so Locken kriegt, kann man das super entzünden mit dem Zündstahl. Natürlich auch mit dem Feuerzeug. Früher im Mittelalter wurde das sogar als Kerze genutzt. Da gab es so extra Halterungen dafür. Immer so kleine Sticks gespalten, in so eine Halterung reingepackt und angezündet. Und das hat dann ja wie eine Kerze gebrannt und hat quasi das Tageslicht ersetzt nachts oder abends. Wenn irgendwie noch Fragen sein sollten zum Kiensparren sammeln oder zu anderen Sachen, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ich versuche wieder alles fleißig zu beantworten. Schaut auch mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich euch wieder einiges verlinkt, weil immer nachgefragt wird, hier, was ist das für eine Säge, was benutzt du für ein Messer. Schaut da ruhig mal rein. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.